Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Folge der National-F-Fragestunde hier direkt aus Russland vom Confed Cup. Geil, dass ihr mir wieder Fragen geschickt habt hier direkt aus Handy, über Facebook, über Twitter. Weiter so, macht richtig Spaß. Erste Frage, wer ist morgens als Erster beim Frühstück? Ja, das haben wir uns auch gefragt, hinter uns im Mannschaftshotel rein zufällig, wer der dann als Erstes ist. Nach unseren Informationen Sandro Wagner, der ist diesen Rhythmus einfach von seiner Familie, von seiner kleinen Familie gewöhnt und ist deshalb auch von den Spielern als allererster am Frühstückstisch. Zweite Frage kam rein von Dominik über Facebook, welches System spielen wir im Turnier? Ja, Dominik, üblich ist ja das 4-2-3-1, das hat Yogi seit Jahren spielen lassen, aber es fällt schon auf, dass der an der Dreierkette hängt, hat das sowohl gegen Dänemark als auch gegen San Marino über Strecken des Spiels testen lassen, das wird er auch beim Confed Cup machen, also entweder hinten Viererkette oder Dreierkette, wir sind mal gespannt, was er am Ende häufiger macht. Die dritte Frage, hat sich das Team schon eingelebt in Sochi? Ja, ich würde sagen schon, aber einer, der es besser beurteilen kann als ich, ist Oliver Bierhoff. Deswegen hören wir doch einfach mal rein, was der Nationalelf-Manager dazu zu sagen hat. Die ersten Eindrücke waren sehr schön. Natürlich, wenn schönes Wetter ist, blauer Himmel, das Meer davor, auch die Anlage seht ihr ja hier, ist hervorragend, gute Unterkunft. Bis jetzt alles bestens organisiert, kurze Wege, all das, was man sich eigentlich für ein Turnier wünscht. Stimmt's, dass da hinter dem Stadion eine Achterbahn ist? Jawohl, das stimmt. Das ist hier ein kleiner Vergnügungspark direkt neben dem Olympiastadion. Und wir fragen doch einfach mal Jo Kimmich und Julian Brandt, ob sie sich denn trauen, eine kleine Achterbahnfahrt zu starten. Ja, ich habe vorhin meinem Toni Rüdiger gehört, dass er sehr gerne das Riesenrad mal benutzen würde. Ja, wenn wir mal einen freien Nachmittag haben, vielleicht geht mal der eine oder andere rüber. In Kopenhagen gab es auch so einen Freizeitpark, ich glaube Tivoli heißt es dort. Da war ich mal mit dem Diego Demme, aber die Achterbahn, die haben wir nicht getestet dort. Riesenrad? Ich glaube, Riesenrad traue ich mich noch. Ihr Lieben, das war's schon für heute. Hinter mir im Olympiastadion von Sochi steigt am Montag unser erstes Spiel gegen Australien. Aber schon morgen gibt's natürlich die nächste Folge National-Elf-Fragestunde. Schickt mir wieder eure Fragen direkt aufs Handy über Facebook, über Twitter. Ich freue mich drauf. Ciao.